Jo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zum Teambuilding des zweiten Spieltags der UDT. Ich werde euch heute mal mein Team vorstellen, was wir so im zweiten Spieltag mitbringen. Ich glaube, so ist es am besten, weil es sieht schön aus. Und so. Ich habe jetzt einen anderen Rahmen, den habe ich eigentlich schon vorher gehabt für die UDT Season 1. Den werde ich jetzt auch für die Teambuildings nutzen, weil ich habe nicht so viel Zeit und ich will trotzdem Teambuildings raushauen. Deshalb, ja, werde ich ganz kurz übers Team gehen, sagen, was ich mir so gedacht habe. Also, was heißt kurz? Ich werde schon mir Zeit nehmen und ich hoffe auch, dass ich unten euch den EV-Split einblenden kann. Auf jeden Fall, ja, was haben wir denn mit dabei? Wir haben dabei unser Kapuriki mit einem Scheunwesen, dem Sylvimsi, mit Zauberschein, Naturzorn, Verhöhner und Ruheort. Wir müssen nämlich gegen Logis Kader, den hoffe ich, blende ich auch noch irgendwo hier ein. Alles sehr spontan, aber das kriegen wir auch hin. Wir kriegen alles hin, Jungs, wir kriegen alles hin. Auf jeden Fall, Kapuriki ist super gut gegen diesen Kader, denn wir haben heute eine kleine Taktik mit dabei. Und dieses Set kommt, mit dem kriegen wir alles in die Range. Excadrill, Naturzorn wir. Hippo, Naturzorn wir. Zudomega, Naturzorn wir, tanken wir extrem gut. Was gibt es noch? Kyurem. Sie Dazzling Gleam killt mit ziemlich safe mit dem Standard-Set, was ich gekriegt habe, also 56 HP Investment. Killen wir immer mit Sylvimsi, so habe ich das gespreadet. Heracross killen wir mit dem Sie immer. Ja, und sonst drücken wir halt gegen alles Nature's Madness, um alles in die Range zu hauen. Und taunten es, lassen es dann taunten, damit es sich nicht heilen kann. Ja, Roost ist noch dafür da, um uns zu recovern. Und der Zauberschein ist einfach dafür da, um nochmal so ein bisschen extra Chip zu geben. Ja, und halt Naturzorn und Taunt. Das ist unser Set, Kapuriki. Genau hat es 252 KP, 4 Death, 20 Spätz Death, 92 Spätz Attack und 140 Speed. Wir sind gespeedcreeped auf ein Alolas Nobilicat. Der Spätz Attack ist wie gesagt dafür da, dass wir mit einem Sie dieses Standard Kyurem safe one-hitten. Die 20 Spätz Death waren über und die 4 habe ich halt immer nochmal in Death getan. Die 20 Spätz Death waren eher nochmal da, um vielleicht was von Zutomega besser zu tanken oder von Kyurem. Das ist so das Set, was wir heute mitbringen. Finde ich ziemlich gut. Ist so ein bisschen anderes Coco-Set. Ich finde es aber, to be honest, ziemlich gut, weil ich will nicht so hart jetzt irgendwie was Krasses mitbringen. Also was heißt, ich will jetzt nicht irgendwas Krasses mitbringen. Ich muss halt einfach so einen Bring mitbringen, der halt einfach alles so ein bisschen in die Range für, was haut denn? Das ist halt einfach Tapu Koko, das Mon, was uns hier am ehesten weiterbringt. Ja, dann haben wir hier noch unsere Spätz-Death-Wall, vor allem für Kyurem, und zwar Aquana. Aquana heute mit einem stillen Wesen wieder, mit Hardware-Absorber, Überreste, Siedewasser, Wunschtraum, Schutzschild und Staffette. Dieses Set hier soll eigentlich für Kyurem da sein. Ich habe aber sehr, sehr hart Angst vor einem Sub-Kyurem. Da muss ich dann auf jeden Fall noch überlegen, was ich da mache, denn Sub-Kyurem kann sehr, sehr, sehr gefährlich werden. Ich habe den Kampf noch nicht allzu gemacht, deshalb habe ich noch keine Ahnung, was passiert. Aber ich weiß nicht, ob ich da vielleicht noch irgendwas umändere und dafür vielleicht Brüller oder so drauf tue. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es nicht so sein wird, denn mit diesem Aquana-Set sollte ich halt eigentlich relativ gut mit dem Kader zurechtkommen. Er hat halt paar speziell offensive Antworten, mit der wir werden. Beim Kyurem, wie gesagt, sollte es ein Subset sein, müssen wir da halt irgendwas machen. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, ist halt 188 mit einem Calm Nature oder Stimmwesen. Die Spätz-Dev, um halt einfach alle speziell defensiv zu tanken. Der Rest in Dev und 250 KP. Eigentlich ein ziemlich, unspektakuläres Set, wenn ich ehrlich bin. Gibt es auf jeden Fall Schlimmeres. Also Besseres, meine ich. Ja. Dann haben wir unser physisch-defensives Pokémon, was hier am meisten Druck aufbauen, nicht Druck aufbauen, aber am meisten halt so ein bisschen was machen soll, immer so ein bisschen chippen und vor allem uns Rocks legen soll. Und das ist hier unser Celebi. Ja, wir haben Celebi mit dabei. Mit der Yapapa Berry
der Japapa-Bäre, der Japa-Bäre, so heißt es, mit einem kühnen Nature, kühnen Wesen, innere Kraft, ganz klar. Und das soll halt einfach physisch defensiv tanken, Excadrill, Hippo und so weiter und so fort. Mit Psychokinese, Gigasauger, Genesung und den Tarnstein. Ja, Psychokinese soll halt eigentlich nur dafür da sein, um Kyurem und Heracross was zu machen und Giga Drain halt, um den Rest zu hitten. Genesung, Heilen und Tarnstein sind super wichtig gegen ihn, weil das halt Kyurem in eine gute Range haut und er generell nicht wirklich irgendwie Hazard Removal hat. Er hat halt Excadrill und Lavados und das war's basically. Deshalb will ich halt dieses Set haben. Ja. Das ist halt eigentlich meiner Meinung nach ein ziemlich gutes Set gegen ihn. Und ja, mal gucken, was wir mit diesem Celebi so anstellen können. Ist halt, ja, ziemlich für Steph und mit 196 mit einem Plus Nature. Das war extra so gecreept, dass wir eine X-Assets 150% Roll leben können. In die Papa Berry Range kommen wir dann vielleicht irgendwie Giga Drain oder so. I don't know. Auf jeden Fall, dass wir halt auch zum Beispiel Excadrill, wenn er keine X-Assets hat, ziemlich gut tanken können. Generell einfach machen können. 60 in den Speed, um ein Full Adamant, also Full Speed Adamant Heracross Sword Spin und Psychic dann halt reinzuballern und natürlich Full KP. Das ist so das Set von Celebi, finde ich halt auch wieder hier am besten gegen ihn. Macht halt super viel, nicht Druck, aber ist halt eine super gute Antwort auf vieles und deshalb ja, finde ich Celebi hier ziemlich gut. Ja, dann haben wir wieder unseren Möchtegern Elektro-Boy und zwar wieder Rotom, den Pulseman, auch heute wieder mit dabei. Aber diesmal nicht defensiv, also schon defensiv, aber halt diesmal mit ein bisschen mehr Innet, mit einem scheuen Wesen, der Schwebe und der Wiki-Bäre mit Voltwechsel, Bürde, Irrlicht und Auflockern. Ja, Voltwechsel ist halt einfach für die Switch Advantage, auch wenn er zwei Ground-Types hat, ist das eigentlich meiner Meinung nach okay. Weil da können wir halt trotzdem weiter Volt wechseln. Würde und ehrlich, ganz klar, ist einfach immer nice und auflockern, um die ekligen Hazards zu entfernen. Und das ist so das Set, was ich heute mitbringen möchte wieder. Mit der Wikibeere, wie gesagt, der Wikibeere finde ich ziemlich gut gegen ihn. Ja, ist halt wie gesagt ein ziemlich schnelles Set mit 236 in den Speed und einem Timid Nature 20 in die Depth und 252 in die KP. Damit tanken wir eine Z-Shadow Claw von einem Excadrill, was super gut ist, denn damit können wir Rotom auf jeden Fall hier ein bisschen was machen lassen. Und gespeedcreep war das, meine ich, auf ein... Ich weiß es gerade gar nicht, auf was das so richtig gespeedcreep war. Ich bin mir da halt auch gerade echt nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Aber ich meine, es war auf ein... Was war's? Ich bin mir nicht mehr sicher, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich muss ganz kurz den Kader aufmachen. Tut mir leid für diese... für diese Verplantheit. Ich bin aber einfach absolut gerade ein bisschen... Ich habe das Team schon länger gebaut. Habe ich jetzt hier... UDT? Da. Gut. Ganz gleich haben wir es. Teams, da Teamübersichten. Alter, es ist zu verplanen. Stimmt, ich habe es auf einen Lavados gespeedcreept. Das war der Sinn. Genau. Ja, es war auf ein Excadrill. Auf ein Excadrill war es gespeedcreept. Damit wir safe outspeeden und safe dann halt einfach Will-O-Wispen können, falls der Sandsturm nicht da sein sollte. Ja, das ist halt so das Set. Soll halt möglichst oft reinkommen, dass wir halt die Rocks entfernen, denn wir brauchen viel Vorarbeit für diesen Boy hier, den guten Hitler, mit diesem Set Akrobatik, Turmkick, Verhöhner und Schwertanz. Ja, warum habe ich den Verhöhner mit dabei? Am liebsten will ich mich ja gegen Hippo setupen und das geht halt eigentlich nur, wenn wir jeden Verhöhner rausbekommen, weil mir wird ziemlich klar sein, dass er auf dem Boy Brüller spielen wird und das wird auch ziemlich safe drücken und da können wir halt einfach Taunt drücken, ihn halt, ja, dann taunten und dann halt auf SD gehen und dann halt so möglichst viel Protest machen. Nee,
Progress. Progress machen. Progress. Na egal, ich kann kein Englisch. Also halt möglichst viel anrichten können. Mit Akrobatik und Turmkick, denn die Step-Kombo reicht halt einfach legitim gegen alles von ihm. Gibt natürlich ein paar Monster, die halt was von ihm tanken, deshalb müssen wir vorher Vorarbeit mit Riki zum Beispiel leisten. Und das kriegt dann halt Resadero ziemlich gut hin. Wie gesagt, mit hartem Wesen, Entlastung, Elektrosam. Ihr kennt das Prozedere. Ja, ist eigentlich ganz unspektakulär. Es soll halt einfach dann am Ende, wenn es passt, das Team klären. Oder zumindest ein ziemlich großes Loch reißen, damit wir dann mit dem nächsten Pokémon vielleicht klären können. Ist auch absolut Standard. Wir haben auf ein Excadrill gespeed creeped, auf ein Full Inned Excadrill, dass wir auch im Sand dann schneller sind. Mit Full Attack, Adamant und der Rest halt in KP. Ja, dann sind wir hier mit einem nächsten Mon gegangen und das ist Maxax. Maxax ist auch wieder, also ist auch endlich mal mit dabei, die Hexokalypse. Ihr seht gerade den Namen nicht, weil das ist halt einfach ein bisschen doof gemacht bei mir. Ja, ich werde das auf jeden Fall dann zum wieder machen, dass man auch alles sieht. Gut, auf jeden Fall, was haben wir mit dabei? Wir haben hier die Drachenklaue, das Erdbeben, den Nassschweif und den Drachentanz. Ja, Drachenklaue ist halt einfach ein super spammable Move gegen ihn. Erdbeben war meiner Meinung nach auf jeden Fall für Zaplarang und für... Ich will mal ganz kurz lunzen. Und für Diancie, ja. Obwohl natürlich man auch Nassschweif drücken kann, aber Herr Erdbeben fand ich halt einfach so ein bisschen safer. Keine Ahnung. Du willst halt einfach nicht auf den Nassschweif gehen, wenn der missen kann. Wir kennen das ja von dem guten Drachenkeule, deshalb gehe ich da lieber auf den SD. Auf den Erdbeben, der halt ein bisschen mehr. Ja. Dann haben wir noch den Nassschweif für Hippo und Lavados, damit wir die sehr effektiv treffen. Und ja, das ist halt eigentlich auch schon das Set. So, das soll halt. Entweder soll es halt große Löcher für Lucha reißen, oder Lucha reißt große Löcher für Hexerus. Wir haben hier auch auf jeden Fall eine ziemlich gute Chance zu setupen. Er hat nämlich ein paar Mons, wo man es gegen setupen kann, wie zum Beispiel Schlurblack oder Zaplarang und so weiter und so fort. Wir haben noch das Muskelband drauf. Das Muskelband hat eine eindeutige Erklärung, denn wir brauchen noch ein Item, was unseren Attack stärkt. Ohne das Muskelband müssen wir den Life-Orb spielen und da würde Nassschweif zwar mehr Schaden machen, aber mit dem Muskelband reicht auch schon ein normales Nassschweif bei einem speziell, also irgendwie so 120 in Death mit speziellen Wesen, also mit plus Spätzle von nur 120 Death, dass es safe ausreicht. Also safer tue ich das. Bei Full Death ist es halt irgendwie eine Roll in seinem Favor, aber trotzdem ist es halt ziemlich nice, Muskelband. Und das soll halt einfach so ein bisschen Progress machen, das soll halt einfach so ein bisschen, ja, wie gesagt, entweder Vorleistung für Riki, für Lucha schaffen oder für Maxax, ja. Also Maxax soll dann entweder noch Progress machen. Ja, das ist so das Team, was ich mir gebildet habe. Ich denke, damit kann ich relativ zufrieden sein, weil ich denke, damit kann man auf jeden Fall was machen. Vor allem mit dem Riki-Set habe ich ziemlich Bock. Ich zeig's nochmal. Dieses Set hier. Ja, mal gucken, was wir so mitmachen können. Ob wir Lugi schlagen können, ob wir uns zwei Spieltage in Folge für uns entscheiden können. Deshalb würde ich sagen, was ist mit dem Video? Ich hoffe, euch hat's gefallen und haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.